Wisst ihr noch, meinem einzigen Freund, den ich hier im Haus hatte? Ja, er hieß Wilson. Er ist aber leider nicht mehr da. Oh, Wilson! Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark hier auf dem Cloud-Server PlayStation 4 und Heidi, ho Sandra Brauer. Müsste passen, hoffe ich mal. Ja, der Cloud-Server wurde um einen Tag zurückversetzt, denn es gab ein Problem und somit haben wir jetzt keinen Kristall mehr. Und deshalb gehe ich jetzt schnell Kristall besorgen, denn ich weiß ja jetzt, wo Kristall ist. Wenn ich hinfinde. Yes, müsste laufen. Ja. Bin ich schon richtig. Ich weiß jetzt, wo Kristall ist. Erstens durch eure Hilfe und zweitens, ihr habt es ja gestern am Ende vom Video gesehen, durch die Hilfe des anderen Tribes, die wir da gesagt haben, da unten die Höhle. Und ich dann, ja, wo ist die Höhle? Ja, und dann zeigt er mir den Eingang. Und es ist ein bisschen heiß, da reinzukommen, ne, wegen den ganzen Weibern. Aber da drinnen gibt es einfach so geil viel Kristall. Und noch dazu der Kristall, was richtig viel abwirft. Also nicht nur so 5 Kristall pro Schlag, sondern wirklich richtig massig. Jetzt gehen wir schnell die Ausdauer wieder auffüllen und dann gehen wir da unten rein und holen Kristall, weil ich will heute unbedingt das Bad fertig bauen. Nicht nur bauen, sondern fertig bauen. Das muss sich heute ausgehen und so schneide ich die Folge so lange zusammen, bis es rausgeht. Das ist heute mein Ziel. Da oben sind die Weibern. Solange sie da oben sind, passt jetzt, aber da vorne ist auch einer. Scheiße. Ich hoffe nur, mir fliegt keiner nach, ne, in die Höhle rein. Weil sonst habe ich einen Arsch offen, ne. Unten fliegt mal ganz selig ein Argentavis. Er fühlt sich da wohl, dann wird es wohl für mich auch nicht so schlimm sein, oder? Hoffe ich mal. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst, hier zu sein. Die sind alles Argentavis. Die fühlen sich wohl wohl hier, ne? Wohl wohl. Hier geht's rein in die Höhle. Schmeole am Backersee. Das ist richtig geil, ne? Und jetzt hoffen wir nur, dass kein... ne, ist nichts drin. Es ist für euch jetzt Zapfenduster, ne? Ich weiß es. Aber... erstens... ein Stück zurück. Erstens ist da ein Nest. Man sieht gar nichts. Da sollte irgendwo ein Nest sein. Aber anscheinend ist es eh leer. Oder nicht mal da. Denn sonst würde man sehen. So, ich gehe jetzt Crystal farmen. Ich gehe jetzt Kristall farmen und wir sehen uns dann in der Base wieder. Home sweet home, Leute. Home sweet home. Wir haben mit Holz, Stroh und Kristall. Hallo? So, erstmal packen wir das rein, weil wir müssen ja Steinwände... Achso, er hat jetzt nur Kristall drinnen. Wir brauchen Steine, die haben wir unten. Dann geht das Schlag auf Schlag. Hier, darf ich vorstellen. Ach. Gut, lass mir mal reinschauen da. Du hast genug. Ja. So, passt, wir haben genug Steine, hoffe ich mal. Achso, wir könnten das eigentlich gleich im Inventar craften, ne? Herstellen, und zwar brauchen wir die Steine und die Wände. Machen wir mal ein paar. Arsch. Genau so ist es, mein Freund. Genau so ist es. Was würde mit... gibt da Steine? Okay. Dann holen wir noch Steine raus, ne? Also... ah, nee, es liegt an Stroh. Stroh haben wir aber noch drinnen. Ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Aber wir haben jetzt schon ein paar... ich dachte, er geht jetzt voll ab da oben. Ihr seht, die Spitzhacke habe ich mir zerdonnert. Da mache ich mir dann eine neue. Und jetzt geht's los. Aber das kennt ihr ja schon von gestern, deshalb überspringe ich das mal für euch. Ah, das Scheißhaus müssen wir auch noch bauen. Wir brauchen hier mal... ne. Steht oben ein bisschen rein. Ist egal. Das passt schon. Da braucht man so ein... da oben braucht man die Schräge. Oder wir lassen da oben offen.
Zwecks Belüftung wäre es gar nicht verkehrt. Aber dann wüsste ich auch noch was Geileres. Nee, das geht. Lass mich mal schauen, Leute. Mir fällt da noch was Geiles ein, glaubt mir. Zack, und das war's schon wieder. Das reißen wir nochmal weg, weil das kommt an das. Ja, das kommt anders. Das kann so nix. Das sieht so. Ah, das ist so ekelhaft in den Ohren. Das sieht so echt scheiße aus. Glaub mir, das sieht wirklich scheiße aus und ich habe eine bessere Idee. Also, zack, zack, zack. Den lassen wir noch drin, weil sonst sind wir overstuffed. Und bam. Hau rüber, das Zeug. Was fehlt uns jetzt eigentlich? Strukturen, Gewächshaus. Wir brauchen noch zwei Stück, oder? Metallbahn. Das ist ja von gestern auch nicht mehr hier, ne? Fuck! Genau! Das, was wir gestern noch gefarmt haben, so schnell. Ist ja... Haben wir noch irgendwo Metallbahn? Nö. Nope. Aber nichts, müssen wir warten, bis es durchgebrannt ist. Aber ist egal, weil wir können. Wir haben nicht gerade eine gemacht. Eine sollte drin sein, oder? Ja, hier. Nice. Die platzieren wir gleich. Ja, da fehlt noch eine. Check. Passt. Dann fehlt da noch eine. Dann würde das passen. Und hier brauchen wir was anderes. Und zwar brauchen wir hier eine Schräge. Die Schräge. Strukturen, und zwar... warum kann ich hier nicht einfach alles craften? Steinzeug und alles. Das wäre so geil. Immer die Wechselerei, ne? Das ist so blöd eigentlich. Wir bräuchten... Ich hoffe, das ist die richtige Seite. Ich kann es euch aber nicht versprechen. Das ist immer, ja, so ein bisschen Ansichtssache, ne? Nein! So, Rinder, und jetzt testen wir mal, ob das geht. Wir haben nach außen die schöne Seite, das sollte es dann so passen. Ja, das Eck gefällt mir nicht so richtig, ne? Ganz zufrieden bin ich noch nicht, aber es kommt auf jeden Fall geil, weil es ist so wie ein Geländer hier. Und hier geht dann die Glaswand los. Also so habe ich es mir vorgestellt. Wäre jetzt auch natürlich geil, die Schräge weiter runter zu ziehen. Aber dann passt das mit dem Glas nicht mehr. Nee, das lassen wir so. So hat das recht ein gutes Design. Oben können wir offen lassen. Das ist kein Problem, das passt so. Weil wir haben einen Single-Haushalt. Und ja. Warum nicht? Und so sind wir noch dazu schneller beim Kackhaus. Zum Kackhaus müssen wir auch noch schauen, wie bauen wir das. Wir brauchen, jetzt sollten wir ja alles haben, ne? Strukturi, Möbel und Kacki Hauso. 180 normal, okay, ich gehe schnell Metallfarmen. Sei doch nicht so schüchtern, mein kleiner Freund. Alle anhalten und dann zeig mir deine Ware. Nice. Mehr können wir jetzt gar nicht nehmen, aber das reicht jetzt schon fürs Kackhaus. Rinder, und dann ist gut. Hey, nice! Läuft, Leute, läuft! Was lange wird, wird endlich gut. Strukturen, Möbel, shit hitten. Jetzt schauen wir mal, wie wir die platzieren müssen. An Wasserleitung anschließen. Platz nehmen, wenn die Natur ihr... Ja, okay, an Wasserleitung anschließen. Das würde bedeuten, wir bräuchten noch eine Wasserleitung. Gerades Wasserrohr. Und die Cheat-Hitten. Denn ich kann derzeit nicht in Ghost Mode, denn Cheats sind derzeit deaktiviert. Dann muss erst wieder aktiviert werden, damit wir... Cheats nutzen können. Ihr wisst, für Ghost Mode, dass ich da unten reinkomme. Aber, warte. Sorry. Wir könnten auch hier die Dusche reinbauen und hier die Shit-Hitten.
Hier hätten wir eine intakte Wasserleitung. Aha. Nee, nicht so, ne? Nee, nicht so. Nee, nicht so. Nein. 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 Das machst du nicht, mein Freund. Nein, das ist so scheiße. Wir machen jetzt einfach mal so auf gut Glück. Oh, es ist nur eine gefallen. Installationsschacht. Installationsschacht. Geil. Wir brauchen die Wasserleitungen. Und die ziehen wir jetzt. Nein, das ist wieder nicht so flexibel, wie ich das gern möchte. Wo würde die denn rauskommen? Nein! Das geht ja gar nicht. Ach, Leute. Wir müssen da mit einer Schrägen fahren. Genau, mit einer Schrägen. Installateur für Anfänger, ne? Wir brauchen eine schräge Leitung. Die müssen wir doch noch haben, eine, oder? Oder nicht? Hat er schon. Hat er hier. Nice. Wenn wir mit der Schrägen durch die Wand kommen, müssen wir irgendwo anstehen und da müsste dann die Shit-Hitten drauf passen, ne? Red ich mir jetzt mal ein. Arsch. Man, da, man bekommt echt Tourette von den Typen, ne? So, wenn wir das hier jetzt so machen. Die machen wir jetzt mal weg. Nein! Fail! Die wollte ich wegmachen. Genau. Alter? Was haben verschlossen? Wie kann der verschlossen sein? Hä? Warum? Der hat doch Wasser. Oder ist, wenn es regnet, verschlossen? Macht denn das für einen Sinn? Ja. Müssen wir testen. Ist jetzt egal. Nein! Nein! Problemo hat wieder zugeschlagen. Das heißt, wir müssen mit einer ganz verrückten Technik. Was soll machen? Nee, das. Müssen wir jetzt echt die Gerade machen? Müssen wir jetzt wirklich diesen geraden Strang machen und dann. Ach, Leute! Ja, halt die Schnauze draußen. Gehst du noch? Der geht auch nicht mehr. Mystery, Mystery. Rage Mode. Okay, wir machen jetzt vorerst, ich sage jetzt bewusst vorerst mal die Scheiße, ne? Also das, was nix aussieht, wenn mitten aus dem Pottenrohr kommt. Ey, wie behindert ist denn das gemacht, ne? Leute. Kannst du niemanden antun. Das kannst du niemanden antun. Ja, jetzt geht. Wo läuft die Kackleitung hin? Da unten ist nichts. Da hinten kommt das Wasser. Ja. Ist so, man muss nicht immer alles verstehen, speziell bei Ark nicht. Wir brauchen auf jeden Fall neue Wände. Nein, 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 nein. Zwei Stück, ne? Gut, dass wir alles im Inventar haben. So, Inventory und jetzt knallen wir. Ne, jetzt ist draußen der Ponto. Ich glaube, ich gehe ihn gleich killen. Hallo? Du solltest eigentlich so passen, oder? Es war einfach so klar, ne? Es war einfach so fucking klar. So, sorry, aber heute echt ist nur Rage Mode angesagt. Er baut doch gerade. Schräges Klo? Man kann das Ding auch nicht drehen, oder? Bauen wir es mal so hin. Ja, er steht so. Hinsetzen.
Hat er jetzt geschissen? Wir schauen ihm mal zu beim Kacken. So sieht's aus, wenn das Haare beim Kacken ist, ne? So, und wieder aufstehen. Aufstehen. So, hast du jetzt da drin? Was gemacht? Nee, hat er nicht. Toilette verschlossen, 0 von 100. Man kann doch auch ready to poop machen, ne? Kot. Du fühlst dich erfrischt. Ist sicher von unten das Wasser raufgespritzt, ne? So, und jetzt? Bäh. Alter. Ah, oh, das sieht so ekelhaft aus. Das leuchtet dann auch noch so blau unten, ne? Alter, wie geil! Man hat am Anfang schon Dünger! Und man hat unten Frischeffekt! Boah, ist das brutal! Boah, ist das brutal! Ja, leck mich doch am Arsch! TG, Aufgabe für dich! Boah, der ist so... ich hasse es so hart! Bist du für ein Level? Bist du für ein Level? Achso, wenn der mich angreift, gehen alle Dinos auf ihm los, ne? It was at this moment that he knew. He fucked up. Es hat sich so angehört, als wäre Glas zerbrochen. Wenn der jetzt da drinnen das Glas von mir zerbrochen hat, dann werde ich echt mal spinnert, ne? Ne, jetzt gehen sie echt alle auf ihn. Ah, Leute, stellt die Viecher immer auf passiv. Immer. Ey, lass ja die Bude in Ruhe. Ab jetzt. Ab. Hau ab, Mann. Hau ab, Mann. Nein. Ab. Komm, verpiss dich. Und du gibst lecker Fleisch. Alter. Lass mich hoch. Lass mich hoch zu ihm. Ah. So. Hat der mir jetzt voll die Fenster da oben zerballert, oder? Okay, Leute, ganz... Okay, da kommt der wieder nicht hoch. Ganz ehrlich gesagt, ne? Ich meine, die Base sieht ja so ganz geil aus und alles. Aber wie? Wie kann ein Bronto... So groß ist er gar nicht, dass er bis hier rüber kommt zu den Fenstern. Ist hier ganz rüber. Das geht gar nicht, Leute. Das geht einfach gar nicht. Danke, Arsch. Du hast das Richtige gesagt, ja? Alter. Ich glaube, ich gehe heute nochmal Kristalle holen, ne? Was? Wenn das so ist. Okay, ja, ist gut. Alle Tiere stehen verwurstelt. Glas haben wir auch keins mehr. Der hat sogar hier drinnen das Glas zerstört. Durch ein Steinhaus, ne? Scheiß Bronto. Fucking Vieh. Aber zumindest haben wir mal das Scheißhaus. Dusche und so weiter wird darüber kommen. Das Bad wird heute wieder nicht fertig. Ja, genau, Leute. Das dauert jetzt viel zu lange. Das dauert jetzt echt viel zu lange. Und ich muss meine Kackbude wieder richten. Das nervt ja voll. Ah, okay. Da muss mal auf jeden Fall Metall schmelzen. Und zwar ordentlich. Ich hole gleich noch was hoch von ihm. Gut, Leute. Ihr wisst, was ich heute noch zu tun habe. Und euch wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.